Zum Schluss noch der Wahnsinn. Das Gegenteil von Wahnsinn ist Vernunft und in vielen Unternehmen geht es nicht rein vernünftig zu. Es findet sich mühelos vieles, was einfach nicht vernünftig ist, was man also als wahnsinnig bezeichnen kann. Aber nicht vernünftig muss nicht sinnlos heißen. Wenn eine Abteilung für mehr Umsatz und eine andere Abteilung für das Einhalten von Vorschriften bezahlt wird, dann leistet sich das Unternehmen zwei Abteilungen, die zum Teil gegeneinander arbeiten. Im Ergebnis wird das Unternehmen etwas mehr Umsatz generieren und dabei die wichtigsten Vorschriften halbwegs einhalten. Und das ist ja ein sinnvolles Ergebnis. Aber nicht jeder Verkäufer und nicht jeder Compliance-Manager wird das so sehen. Viele werden sich über die Bremser und Psychopathen aus der anderen Abteilung aufregen. Und kräftig über die Führungskräfte schimpfen, die sich so ein System ausgedacht haben. Personalisierung ist der Ansatz. Wenn ich etwas blöd finde, dann muss ja jemand daran schuld sein. Dieser jemand ist der Chef, denn der kann das ja entscheiden. Wenn der Chef etwas Blödes entscheidet, dann muss er unfähig sein oder eben wahnsinnig oder beides. Und so werden Führungskräfte-Beschimpfungsbücher zu Bestseller. Eine der Erkenntnisse aus dem Buch Der ganz formale Wahnsinn von Stefan Kühl. Mehr Erkenntnisse finden Sie in dem vollständigen Video. Der Link dazu ist in der Beschreibung.